Hallihallöchen, Leute, und er. Alter, was? Hallihallöchen, Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mario Kart Wii Road to 9999 VR. Das ist das, was ich sagen wollte, und der Nieser war ganz schön unintentionally. Ja, ich bin wieder hier. Moin, moin. Das ist jetzt eine längere Zeit, wo ich Mario Kart wieder spiele. Ich hatte schon mal versucht, einen Part aufzunehmen, vor circa 1,5 Wochen, glaube ich, war das. Und dann habe ich 2 DCs bekommen. Habe die Aufnahme also habe die Aufnahme gelöscht und so weiter, weil es halt eben dann scheiße war und so. Und also mein Plan war es halt eigentlich, die Punkte, die ich verloren habe, in der letzten Folge wieder nachzuspielen. Das habe ich auch eigentlich gemacht, auch im Livestream von Ballandor, lustigerweise. Das war zu seinem, ich glaube, 24-Stunden-Livestream. Da war ich dann einmal random in seiner Gruppe mit dabei. Und ja, dann habe ich halt eben versucht, Punkte nachzuspielen. Hab das auch hinbekommen. Ja, ihr könnt Ballandor, also hier Benny, auch fragen. Ich habe das hinbekommen. Ich habe Punkte auch nachgespielt. Aber naja, dann kamen wieder die Seas, wie gesagt, in der Folge, wo ich eigentlich aufnehmen wollte. Und dann war mir das alles, ehrlich gesagt, auch wirklich zu blöd. Nee, ich mache auf jeden Fall nicht den Double bei 100 cc. Das ist mir, ehrlich gesagt, ein bisschen zu. Er ist mir ein bisschen zu garstig. Verpiss dich. Ja, nee, auf jeden Fall habe ich dann eigentlich versucht, die wieder zurückzuspielen, habe es aber halt eben, wie gesagt, nicht hinbekommen. Alter, 100 cc kommt man da oben nicht an, oder was? Nein, jetzt kommt noch eine rote, das war so klar. Ach, scheiße, ja, ich werde von der getroffen. Egal. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Ich hoffe, ich bekomme kein DC. Ich habe vorhin einen bekommen, aber halt nur, als ich mich mit dem Internet verbinden wollte. Außerdem habe ich ein DC bekommen. Was heißt DC bekommen? Außerdem habe ich erstmal gucken müssen, wie ich überhaupt Internet wieder auf meine Wii bekomme. Wer auf meinem Discord-Server ist, der weiß, dass ich Probleme hatte, meine Wii mit dem Internet zu verbinden. Und dann habe ich, oh geil, Alter, eine Blue Shell. Die habe ich mir erstmal verdient, ey, dafür, dass ich so gut fahre. Und dann habe ich halt jetzt CTGP und so alles neu installiert und jetzt funktioniert es auf einmal wieder. Ja, ich konnte mich vorhin. Ja, natürlich. Klar fahre ich da in die Banane. Ich konnte mich vorher einfach nicht mit dem Internet verbinden und so. Und musste dann schauen, so Fehlercode-mäßig, ja, woran liegt das, bla bla bla, was kann ich dagegen machen? Und dann habe ich CTGP neu installiert und so. Und ja, jetzt funktioniert es ja wieder. Sonst wäre ich ja nicht hier. Okay, die Mega-Maschine wollte ich sogar gar nicht einsetzen sofort. Ach, schade, habe ich ihn überfahren? Ich glaube nicht. Ja, und jetzt kann ich auch mal endlich wieder für euch Videos machen. Ich wollte eigentlich schon längst vorher tatsächlich Road to 999 aufnehmen, aber habe das halt eben deswegen nicht hinbekommen. Deswegen wird das Ganze ein bisschen gestoppt dann davon. Aber davon, ich brauche mich ja jetzt gar nicht. Ach. Nein, es gäbe. Nein, es gäbe die Möglichkeit, dass ich das hätte ausweichen können, wäre ich da mit der Rampe oben auf das Teil drauf gekommen. Aber ich habe es halt leider nicht hinbekommen. Wehe. Wehe. Hör auf, Alter. Komm, mach keinen Scheiß. Hat der eine Typ gerade. Ah ne, Double hat er nicht gezogen. Ich glaube, der hat gerade einen Schuh eingesetzt. Der war da gerade rechts nämlich an der Seite. Egal. Ja, ich bin wieder hier und wie gesagt, ich fahre jetzt auch gerade Regular Tracks. Ich denke mal, das solltet ihr alle sehen. Zack, zack, zack. Schade. Das solltet ihr, denke ich mal, alle auch sehen. Das liegt daran, weil ich mich jetzt momentan, wo ich ja ziemlich viele Punkte jetzt verloren habe, mich nicht an die Custom Tracks traue, weil ich da natürlich nicht so versiert bin wie bei den Regular Tracks. Außerdem habe ich ge minus 2 Punkte, es geht schon wieder gut los. Außerdem habe ich ein bisschen getimetrialed. Mein Plan ist es irgendwann an einem Wochenende oder so 3 Videos hochzuladen, wo ich euch zunächst einmal alle meine Zeitfahrenrekorde aus den Retro-Tracks, alle meine Zeitfahrenrekorde von den Nitro-Tracks und wo ich euch so ein paar meiner Rekorde von Custom-Tracks zeigen möchte. Warum nur ein paar von Custom Tracks? Weil ich halt natürlich nicht alle 216 Custom Tracks Time Triale. Und ich habe hier und da so ein paar Geister, ein paar Time Trial Zeitrekorde, die ich euch zeigen möchte. Weil ich darauf ganz stolz bin, weil ich da, denke ich, eine ganz gute Zeit eben geholt habe. Und ich bin momentan dabei, DS Bowser Castle zu Time Trialen. Ja, eine sehr komische Strecke, mag es vielleicht der ein oder andere denken, aber DS Bowser Castle ist eine meiner Lieblingsstrecken aus dem DS Streckenbereich. Und ja, ich habe mir irgendwann mal gedacht gehabt, so komm, kannst ja mal versuchen zu Time-Trialen. Ich weiß, ich bin einfach random auf diese Idee halt eben gekommen. Und jetzt Time-Trial ich die und ich bin momentan sogar ziemlich erfolgreich damit. Denn ich glaube, ich befinde mich momentan. Oh, wo befinde ich mich nochmal? Ich habe das irgendwo auf Twitter, glaube ich, mal hochgeladen. Ich glaube, ich bin da Platz 17 momentan. Nee. Ich glaube, Platz 16 sogar oder sowas bin ich momentan. Auf jeden Fall ist mein Plan, diesem Jahr noch Platz 10. Also Top 10 reinzukommen. Das wäre mein Plan, aber es ist eine sehr, sehr blöde Strecke. Also eine wirklich, also in vielen Stellen sehr blöde Strecke. Es fängt damit an, du musst jede Runde ein Wheelie Chain Frame Perfect halt eben machen. Wenn ich weiß, was ein Wheelie Chain ist, ist halt eben, wenn ich jetzt ein Wheelie mache und der Wheelie geht ja irgendwann vorbei. Und wenn ich im perfekten Moment den Wheelie neu ansetze, das ist Frame Perfect. Also
Da gibt's. Oh scheiße, da gibt's nur einen Frame, wo, dass ich den ich treffen muss, damit ich so gesehen perfekt den neuen Wheelie ansetzen kann, sodass ich keine Geschwindigkeit erleben verliere. Ich hoffe, das hat irgendwie jetzt Sinn ergeben in der Erklärung. Wenn ich das nicht richtig gut erklärt habe oder irgendwie sowas, dann weiß ich nicht, lasst euch, fragt in die Kommentare oder irgendwie sowas, dann erkläre ich euch das vielleicht nochmal ein bisschen besser, während ich das schreibe. Also ja, hier, das habt ihr es gerade gesehen, so, ich habe ja jetzt gerade einen Wheelie gemacht und so, und der ist ja, irgendwann hat er aufgehört und ich musste den zweiten ansetzen, und wenn ich den in einem perfekten Frame halt eben einsetze, den Wheelie oder den Knopf halt eben drücke, dann verliere ich halt eben keine Geschwindigkeit. Und wenn ich den halt eben ein Frame beispielsweise zu spät mache, dann kann es halt eben sein, dass ich, sagen wir mal, 8 km/h langsamer bin, ne? Also man kann auf jeden Fall damit sehr viel Zeit sparen, wenn man natürlich den Chain hinbekommt. Deswegen ist die Bowser-Strecke halt auch manchmal echt ziemlich scheiße, weil wenn du den Chain nicht hinbekommst, dann bist du halt eben hinter deinem Geist und so. Und das ist, ja, ne? Ihr könnt euch das vorstellen. Sehr blöd halt eben. So, mit 2 Pilzen auf dem ersten Platz, wollte ich gerade sagen. Aber dieser DJ hat ja irgendwie 600 Pilze gefühlt. Dankeschön. Nein. Ich habe den Stunt dann jetzt natürlich bekommen. Aber ich glaube, ich habe ihn gerade gewillibankt. Egal, wenn eine Blue Shell kommt, kann ich auf jeden Fall mit etwas Glück die abwehren. By the way, sogar als kleiner Fun Fact, DS Bowser Castle wird sogar tatsächlich von Troy, also TVD98, wurde das auch getimetrialed. Der befindet sich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, momentan... What? Oh, der befindet sich sogar, wenn mich nicht alles täuscht, momentan sogar auf direkt Platz 10. Als ob der die Wolke kriegt! Als ob! Und der fährt über Rasen und der holt mich jetzt. Natürlich holt er mich. Ja, klar, 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 natürlich, natürlich in der letzten Runde! Mann, ey, und der kriegt jetzt wahrscheinlich eine Red Shell oder sowas. Bitte, bitte mach mich... Ja, Blue Shell, bitte mach mich groß! Bitte, bitte, ja! Bitte keiner überholt mich. Komm schon. Oh Gott, hä? Der hat, was? Der hatte Windschatten gehabt, aber hat mich nicht überholt. Das sah auch sehr interessant aus. Ich krieg doch wahrscheinlich eh Minuspunkte. Plus 13, nee, echt nicht. Geil, Alter. Doch ein bisschen Glück gehabt. Nicht schlecht. Naja, also ja, DS Bowser Castle bin ich, wie gesagt, momentan dabei, das Ganze zu timetrialen. Wünscht mir Glück. Wenn ihr wollt, drückt mir die Daumen. Ich hoffe, ich schaff's noch in die Top 10. Das wäre auf jeden Fall ein sehr großer Erfolg, finde ich. Weil das wäre nach meinem SNES Geisterteil 2-Rekord von damals, ja, mein nächstes Achievement halt eben. Wobei ich auf meine Geisterteil-Zeit nicht wirklich stolz bin, weil die ist nicht wirklich gut. Das war halt zu den Anfangszeiten von Mario Kart. Aber das ist mir auf jeden Fall im Hinterkopf geblieben noch von damals, dass ich da einen Europarekord zu hatte. Wobei ich auch immer wieder sage, es kann auch sein, dass ich das nur falsche Erinnerungen hatte und dass ich vielleicht nur in der Top 10 oder sowas war, national. Beziehungsweise europäisch ist es dann ja immer, oder kontinental wird es da ja immer angegeben, also ja doch europäisch. Kann natürlich auch sein, dass ich das falsch in Erinnerung habe oder irgendwie sowas. Aber ich weiß auf jeden Fall, ich war in der Rangliste mit dabei in meiner Zeit. Und die könnt ihr auch sehen, irgendwann, wenn ich halt das Video dazu mache, wo ich dann euch alle meine Zeitfahrenrekorde halt eben zeige. Ich weiß noch nicht, wann ich das Video machen möchte. Es gibt ja eine Möglichkeit, die Geister, die auf der Wii sind, auf den Dolphin-Emulator rüberzuziehen. Und sie dort abzuspielen. Das ist ja zum Beispiel die Art und Weise, wie viele Zeitfahren-Rekorde auf YouTube hochgeladen werden. Ne? Die werden dann halt den Geist natürlich auf der Wii spielen und so weiter, den dann auf Dolphin übertragen und den dort mit einer sehr guten Qualität halt eben aufnehmen. Das werde ich dann auch machen. Ich glaube, mit den Custom-Tracks-Strecken kann ich das nicht machen. Weil, also bestimmt schon, aber muss ich halt irgendwie gucken, dass ich irgendwie die Custom-Tracks herunterlade. Wahrscheinlich von der Mario Kart Wiki oder sowas. Und dass ich dann irgendwie... Ich guck mal, ob ich das hinbekomme mit den Custom Tracks. Aber wenn das nicht funktioniert mit den Custom Tracks, dann werde ich das nur mit den Regular Tracks machen. Sodass ihr dann bei den Regular Tracks wenigstens eine bessere Qualität habt bei den Geistern. Naja, mal schauen. Haben wir 100 CC? Ich glaube schon, oder? Ja, dachte ich mir. Oh, wow. Schade. Ja, ich... dachte jetzt halt, vielleicht schaffe ich das. Ich weiß gar nicht, 100 CC ist bestimmt möglich, aber ich habe das jetzt einfach verkackt, weil ich mir jetzt auch nicht so genau sicher war, wie ich das Ganze angehen soll bei 100 CC. Ist gerade ein bisschen sehr beängstigend auch, dass der eine Typ hier eine Wolke hat wieder. Ich kriege ein paar Flashbacks von der letzten Runde. Okay, der taumelt sich da ein bisschen mit den anderen rum. Hier zum Beispiel Piazzal Delfino, hier ist zum Beispiel auch Wheelchain, Paradise mehr oder weniger. Also bei der Geraden hier, wo die Start-Ziellinie halt eben ist. Vor allem Sword of Seals beispielsweise, den ich momentan sehr gerne auf Twitch gucke, der auch, glaube ich, gerade online ist und, glaube ich, Varios Goldmine time-trialed. Der hat auch Piazzale Delfino versucht, einen neuen Rekord und so weiter zu bringen. Ne, 100 CC mache ich den Dock-Cut nicht. Das ist... nee, das kannst du vergessen.
Das kannst du so vergessen. Den mache ich ja gerne, aber wenn es 150 cc ist, aber nicht bei 100 cc. Keiner macht den Shortcut hier von den Funkies hinter uns. Interessant. Habe ich jetzt echt gesagt nicht mitgerechnet. Ich habe keinen Trick bekommen, echt? War die nicht hoch genug? LOL, was geht denn jetzt ab? Nein. Nein! Och Mann, ey, ich war doch knapp hinter der Mauer. Aber halt eben nur knapp hinter der Mauer, nicht ganz hinter der Mauer. Da muss ich aufpassen bei denen. Hat er gerade eine Blueshell? Nee, hat er nicht. Der ist irgendwas reingefahren, der erste Funky Kong. Hier steht doch bestimmt irgendwas dahinter. Nicht mal. Ich muss mal ein bisschen aufpassen. Jetzt, der ist irgendwas reingefahren. Ich glaube, meine Banane, die ich letzte Runde da abgelegt habe. Ja, da ist er auf jeden Fall, denke ich mal, reingefahren. Hauptsache. Fuck! Ich dachte mir, oh nein, ey. Ich dachte mir, okay, wie machst du das jetzt am besten, sodass du dich gegen die Wand knallst? Mist, hat nicht so ganz funktioniert. Der Doc hat schon wieder geschafft. Vielleicht sollte ich den ein bisschen üben oder sowas, dass ich den vielleicht auch in 100 cc schaffe. Ist der so schwerer in 100 cc als 150 cc? Ich stelle mir den. Ja, das kannst du so vergessen, Rosalina. Ich stelle mir den so. Was? Die Ratchet geht dran vorbei? Warte, Blue Shell kommt. Aber der schafft es noch ins Ziel, oder? LOL! Was? Aber der ist selbst reingefahren. Der ist selbst reingefahren. Nein! Nein, 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 nein! Zieh, zieh! Oh mein fucking Gott, Alter. Ja, manchmal, ne, hat man auch ein bisschen Angst um sein Leben, wenn man Mario Kart spielt, ey. Oh Gott. Plus 4 Punkte. Wir machen keinen großen Fortschritt, aber wenigstens ein bisschen Fortschritt, ja? Und wenn man sich das so Ganze in Kontrast stellt mit der letzten Folge, dann, ja, es ist auch gut, dass ich mal wieder ein bisschen Plus mache. Ich schaue auch mal, vielleicht, kommt natürlich darauf an, wie jetzt hier die Session läuft, aber kommt auch darauf an, wie meine Lust natürlich ist. Vielleicht werde ich das so machen, dass ich vielleicht nach dieser Folge Punkte wieder nachspielen werde. Ich meine, wir müssen jetzt aus diesem Projekt hier kein 300-Parts-Projekt machen, ja? Ich meine, es ist ein ganz tolles Projekt und so, aber ich möchte natürlich auch irgendwann meine weiteren Projektpläne irgendwie weiter durchsetzen. By the way, kann ich euch jetzt schon mal anteasern. Grüße gehen nochmal raus an Marc an der Stelle, der mir ein bisschen dabei geholfen hat. Ich hatte schon längere Zeit überlegt, eine Google Docs-Tabelle zu erstellen, wo ich alle meine Projekte reindonner, ne? Wo ich euch so ein bisschen, ja, wo ich euch alle meine Projekte reindonner, die ich bisher auf meinem YouTube-Kanal gemacht habe, sodass ihr eine Google Docs-Tabelle mehr oder weniger habt, wo ihr das ganz leicht einsehen halt eben könnt. Ich schau mal, ob ich das auch alphabetisch sortiere für euch extra und so. Auf jeden Fall hat Marc mir dabei geholfen, weil er hat das für sich selber mal gemacht. By the way, die Lobby steht hier gerade, aber ich werde jetzt einfach mal die Informationen weiter durchlabern. Ah, okay, es geht schon weiter. Marc hat mir dabei geholfen, so eine Projekteliste zu erstellen. Ich werde die ganze noch, ich werde die noch vervollständigen selber mit den ganzen Projekten. Auf jeden Fall, könnt ihr euch darauf gefasst machen, irgendwann von mir ein Video oder sonstiges irgendwie zu bekommen, indem ich euch halt eben dann sage, dass es jetzt eine Google Docs-Tabelle gibt, wo ihr alle meine Projekte einlesen könnt. Dann werde ich das so machen, dass ich sagen werde, wann kam die erste Folge, wie viele Folgen hat das Projekt momentan oder beziehungsweise wie viele Folgen hat das abgeschlossene Projekt, was meine Projektplanungen sogar sind, denn ich habe auch die Möglichkeit oder ich hätte dann da auch die Möglichkeit hinzuschreiben, was ich in Zukunft machen möchte auf meinem Kanal oder ziemlich gerne machen würde. Das heißt sogar für euch, ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr Projektvorschläge habt. Also das habe ich euch immer gesagt gehabt, beziehungsweise eigentlich habe ich das damals immer gesagt gehabt. Ich kann mich nicht daran erinnern, im letzten Jahr oder irgendwie sowas, euch jemals darüber aufmerksam zu machen. Aber wenn ihr Spielewünsche beispielsweise habt, die natürlich jetzt nicht beanspruchen, dass ich mir ein Spiel für Vollpreis oder sowas kaufen muss, dann könnt ihr das natürlich gerne in die Kommentare schreiben oder irgendwie sowas. Und dann werde ich mir das vermerken, dann werde ich gucken, ob ich Lust darauf habe. Und ja, dann kann ich das auch in die Google Docs-Tabelle halt reinschreiben. Also einfach nur als Information für euch, dass ich irgendwann womöglich einfach mal mit einer Google Docs-Tabelle ankomme, wo ihr alles mal einlesen könnt und so. Ich denke mal, das bringt gut Struktur in den ganzen Kanal und so. Ich hatte das auch mal, wie gesagt, versucht, mal selber zu machen. Das Problem ist aber, ich hatte wirklich, und das gebe ich auch offen zu, nach einer Zeit echt keine Lust mehr, den zu erstellen, weil das war halt, ich weiß nicht, ich bin nicht so der. What the fuck, echt? Ich habe die beiden echt nicht erwischt? Egal. Ich bin nicht so einer, der sehr, das war sehr wichtig, dass du mich triffst, der viel mit Google Docs halt eben macht und so. Und dann waren da viele Sachen, die mich dann einfach abgefuckt haben, weil die nicht so gelaufen sind, wie ich sie mir vorgestellt habe und alles. Und dann war ich halt sehr schnell sehr gestresst und so. Und dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt und habe alles verworfen. Ja, wie ihr sehen könnt, ich bin ein sehr konstanter Mensch. Normalerweise bin ich ein Perfektionist. Also ich möchte erst aufhören mit etwas, wenn auch alles funktioniert oder sowas. Und bin halt immer mega gestresst und einfach mega down, wenn etwas nicht so funktioniert, wie ich das haben möchte. Weil das auch leider ziemlich oft irgendwie passiert. Aber
Ja, jetzt in dem Fall habe ich dann halt eben aufgegeben, weil ich mir dann einfach irgendwann dachte, so, ey, komm, du hast jetzt auch andere Lebenszeit, die du du hast Lebenszeit, die du für etwas anderes ausgeben möchtest und nicht damit vergeuden möchtest. Naja, und deswegen habe ich mich dann doch irgendwie dagegen entschieden, das zu machen. Aber wie gesagt, der liebe Marc, der hat sich dann doch dazu entschieden, oder bereitgestellt, mehr oder weniger, der kann hier Blitz haben hinter mir, bereitgestellt, das dann doch netterweise für mich zu erledigen. Also Grüße gehen raus an der Stelle, ne? Und wer es noch nicht gesehen hat, ich kann auch nochmal gerne darauf verweisen, dass der Marc ein Best-of von diesem Projekt hier gemacht hat auf seinem YouTube-Kanal. Das habe ich auch auf Twitter reingeballert. Ich habe das auf meinem Discord-Server habe ich das verteilt. Und ja, wer es noch nicht gesehen hat, den kann ich auf jeden Fall dazu raten, auf YouTube Together Alone als Kanal halt eben einzugeben und dann sich mein Best-of anzuschauen. Beziehungsweise ich werde das noch so machen, dass ich ja, komm, ich kann es euch nochmal in die Beschreibung reinpacken. Gar kein Problem. Na dann. Klickt einfach in die Beschreibung, dann findet ihr ein Best-of, wer es noch nicht gesehen hat. Und Marc hat sich auch dazu bereit erklärt, das auch weiterhin für das Projekt hier eben zu machen. Immer so, was war das nochmal? Ich glaube, alle 30 Folgen oder 40 Folgen, bin mir jetzt gerade unsicher. Ich fahre gerade die größte Grütze zusammen, wollte ich nur mal anmerken. Er hat sich bereitgestellt, dass alle 30 oder 40 Parts, ich weiß es nicht mehr so ganz genau, zu machen. Und ja, das heißt, ihr könnt euch darauf wirklich sehr coole... Das war ein geiler Snipe, by the way. Alter, der Typ, ey, ich habe seine Familienplanung gerade mal mit dieser Bombe zerstört, ey, leck mich am Arsch. Ja, ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf weitere Best-ofs freuen. Ich habe mir auch schon überlegt, dass vielleicht, weil er hat mir auch gesagt gehabt, so, ey, du kannst es auch gerne auf deinem Kanal hochladen und so. Weiß ich nicht, was ich davon halte, weil das ist halt natürlich schon mein Content und so, aber es ist halt nicht meine Arbeit, wisst ihr? So, weil er hat halt die Arbeit geleistet und hat halt, das Best-of gemacht. Ja, vielleicht bekommt es nicht so viele Views, wie das vielleicht auf meinem Kanal bekommen würde und so weiter. Das ist schon irgendwie klar, natürlich, aber, ich möchte schon, dass er dafür irgendwie seine Lorbeeren kassiert und nicht ich für das Video. Und ich meine, es hat gute Klicks bekommen auf seinem YouTube-Kanal. Das darf man nicht vergessen. Also das, ne, hat auch Marc sich darüber sehr gefreut und so weiter, dass da so eine tolle positive Resonanz auch kam. Wie gesagt, das Best-of hat mir auch sehr gut gefallen, kann ich dazu sagen. Und deswegen bin ich mir trotzdem sicher, dass das für Marc doch irgendwie ein Erfolg war. Dass seine Mühen und seine Arbeit sich doch irgendwie gelohnt hat. Marc möchte noch etwas anderes für mich. Minus 2 Punkte. Geil, Alter. Gerechtigkeits-Mario Kart ist mal wieder unterwegs. Habe ich mir auch verdient für das so ein Rennen, natürlich. Wobei ich bin auch echt scheiße gefahren, das stimmt. Nee, aber Marc möchte noch etwas anderes für mich machen. Hat er sich auch für etwas anderes bereit erklärt. Da muss ich halt nochmal vielleicht mit ihm schreiben darüber oder sowas. Weil... Das könnte sein, dass das andere, was er macht, dass ich das vielleicht doch auf meinem Kanal hochlade, weil das wäre dann schon irgendwie Content, der mehr als nur Mario Kart beinhaltet und dass ich den dann vielleicht doch für alle irgendwie zugänglich mache. Aber das sind alles so Sachen, die interessieren euch wahrscheinlich eh einen feuchten Furz und das ist euch wahrscheinlich alles egal. Und das werdet ihr sowieso schon sehen, wenn es auch irgendwie final feststeht, wie wir das Ganze machen. Egal. Jetzt haben wir sehr viel über Marc gesprochen, über den Ehrenmann. Oder Marc, Grüße gehen raus, Ehrenmann Plus, ne? und jetzt gehen wir mal wieder weiter mit Mario Kart hier. Beziehungsweise, ich kann euch jetzt wieder sagen, ich war ja in einer sehr blöden Verfassung, wie man es in meinem Video, warum es mir so schlecht geht oder momentan schlecht geht, entnehmen konnte. Mir geht's wieder gut, mir geht es wieder gut. Ich hatte sehr viele Gespräche gehabt, ich bin dafür auch sehr dankbar. Das heißt, jeder, der sich das hier gerade anhört und mir ein Gespräch darüber hatte, der soll sich jetzt mal bitte geehrt fühlen. Beispielsweise, also ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall Marcel das hier sehen würde, also Marschärf, der sich gut für mich eingesetzt hat. Also auch richtiger Ehrenmann. Mir geht's schon wieder viel besser. Ich bin wieder glücklicher und ich habe auch wieder Bock für euch aufzunehmen. Schule ist momentan immer noch sehr, stellt mich auf jeden Fall sehr im Bedrängnis immer noch, weil beispielsweise, wenn das Video hier rauskommt, ah ne, das Video sollte am Dienstag, glaube ich, rauskommen, ne? Genau, Mario Kart sollte am Dienstag kommen. Okay, dann schreibe ich morgen eine 4-stündige Mathe-Klausur, wovor ich jetzt nicht wirklich Angst habe, weil Mathe ist für mich, also ich mag Mathe sogar, also ich bin nicht einer, der sagt so, oh Gott, Mathe, scheiße, die Wand an. Ich mag sogar Mathe. Das Thema ist, ja, klar, natürlich, Natürlich, klar. Lol, die Roten haben sich gerade gegenseitig ausgelöscht. Interessant. Ich bin keiner, der irgendwie Angst vor Mathe hat oder sowas oder der Mathe irgendwie hasst oder so. Ich finde sogar, ich mag Mathe. Ja, ich mag Mathe. Das momentane Thema, was wir haben, ist auch irgendwie ganz in Ordnung, muss ich sagen. Und also sowas mit Logarithmen und so weiter, falls jemand damit auskennt. Also ganz in Ordnung. Also ne, ich habe da keine Probleme mit und so. Es ist halt nur so, dass ich mich natürlich darauf vorbereiten muss. Ich muss mir so ein paar Formeln merken, wie man halt eben was macht. Beispielsweise sage ich jetzt mal, man hat Vektoren im Raum. Ich möchte euch jetzt natürlich nicht mit Mathe hier voll quatschen, aber man hat beispielsweise Vektoren im Raum oder eine Ebene und eine Geraden oder irgendwie sowas. Man muss halt eben herausfinden, beispielsweise, ob sich die Ebene mit der Geraden irgendwie trifft im Raum. Sowas halt eben, ne? Also
ja, der ein oder andere sollte das halt eben kennen. Das sind so Sachen, die ich mir alles dann halt eben irgendwie anschauen muss. Außerdem schreibe ich noch eine 6-stündige Geschichtsklausur und eine 6-stündige Englischklausur. Das sind so Sachen, die mich dann so ein bisschen... Ey, what the fuck? Der hat gerade nach rechts gelenkt. Was soll denn der Scheiß? Die mich momentan so ein bisschen sehr viel Zeit fressen. Um es mal nett auszudrücken. Um mich meiner Freizeit halt eben, um meine Freizeit berauben. Es ist halt so eine Sache, über die ich mich halt auch irgendwie länger auskotzen könnte. Das ist halt eben einfach, dass die Schule bzw. die Lehrer halt einfach absolut uneinfühlsam sind. Und lol, oh Alter, habe ich Glück gehabt, dass ich die Wolke in der fucking Kanone bekommen habe. Auf dem zweiten Platz eine Wolke aber auch. Aber lol, was macht der denn da? Kommt eine Blue Shell? Spielt er mit einem Kollegen und es kommt eine Blue Shell oder ist er echt nur stuck? Ja, der ist wirklich runtergefallen. Okay, interessant, aber es kommt gleich eine Blue Shell. Also da mache ich mir gar keinen Optimismus hier. Upsa. Ja, also es kommen viele Klausuren auf mich zu und die Lehrer preschen trotzdem noch in jeden möglichen Fächern und sonstig viele Aufgaben und so weiter rein. Ich habe jeden Tag bis 4 Uhr Schule, am Dienstag komme ich erst um 6 nach Hause. Ja, aber das verstehen halt eben die Lehrer nicht und die wollen halt eben natürlich, dass wir wirklich irgendwie gefühlt gar nicht mehr irgendwie abschalten können von der Schule, sondern einfach durchgängig halt Schule durchpreschen und so weiter. Wie gesagt, total uneinfühlsam. Die vergessen halt eben immer noch, dass wir halt eben Kinder sind und auch nur Menschen und so. Und dass auch wir irgendwie Freizeit haben wollen natürlich. Aber hey, ich meine, es ist jetzt nicht wirklich ein Thema, was ich breitläufig hier irgendwie jetzt, worüber ich mich auskotzen möchte. Das möchte ich in einem anderen Video machen. Da könnt ihr euch auch vielleicht schon drauf freuen, was da vielleicht auf euch zukommt. In meinem Livestream habe ich das mal ein bisschen angeteasert. Der ist schon wieder, jetzt hat er nach links gedriftet, als ich nach rechts driften wollte. Und ich kriege einen echt blöden Respawn. Okay, jetzt habe ich mir eigentlich mehr oder weniger den ersten Platz verschenkt. Weil der wird jetzt Erster. Außer er kommt jetzt auf den Boden auf. Ja! Was? Die Witcher geht an ihm vorbei! Was soll das denn? Wow! Mario Kart, Alter, du bist so ein Drecksack. Da ist die Red Shell echt an dem vorbeigefahren. Die Chance habe ich gesehen. Pao kam, er hat sein Item verloren. Ich hatte eine Red Shell, wollte ihn damit schön abschießen. Und die geht natürlich an ihm vorbei. Cool. Ich kriege wahrscheinlich wieder Minuspunkte. Na komm. Oh nee, krieg ich nicht? Hammer geil, Alter. Plus 21 Punkte. Wir sind wieder über 8300, Leute. Hammer nice, ey. Hätte ich niemals gedacht, dass ich das in dieser Aufnahmesession sagen könnte. Dass ich doch mal wieder irgendwie auf einem guten Punkt bin. Naja, egal. Also, um nochmal die Schulsache eben schnell abklären zu können oder um das jetzt einfach mal eben, naja, abschließen zu können, möchte ich dazu sagen, dass ich darüber jetzt mich nicht auskotzen möchte. Das Ganze kommt dann erst, wenn ich, ich sag mal, das Video diesbezüglich halt rausbringe. Muss ich aber mich auch noch umschauen, weil der liebe Altena muss dann noch etwas für mich machen, bevor ich das überhaupt erst starten. Aua, bevor ich das erst überhaupt starten kann, habe ich mir erstmal fett meine Faust eingeboxt. Also ja, macht euch doch auf jeden Fall gefasst. By the way, die Unterstützung momentan in meinen letzten Videos ist sehr krass. Darüber wollte ich mich auch nochmal bei euch eben schnell bedanken. Heute ist halt eine sehr interessante Folge. Ich meine, ich war seit irgendwie 1,5 Wochen nicht mehr wirklich aktiv da und so. Und dann gibt es halt eben wieder viel zu erzählen. Wie dem auch sei, ich kann mich halt bei euch nur bedanken für eure Unterstützung. Bei den ganzen letzten Videos, die wurden nicht nur unfassbar gut geklickt. Die haben sehr viele Likes bekommen, also sehr viel Unterstützung seitens euch. Viele Kommentare vor allem. Beispielsweise die Sache mit Artikel 13 und so weiter, wo ich euch immer noch rate. Erzählt euren Freunden davon. Schaut euch auf jeden Fall das Video an. Geht zur Petition, unterschreibt sie. Lasst eure Freunde dort unterschreiben. Weiß nicht, äußert euch öffentlich gegen Artikel 13. Tut irgendwas, was ihr dagegen tun könnt. Wir alle müssen jetzt irgendwie an einem Strang ziehen und jetzt alle irgendwie dagegen kämpfen. Deswegen hier nochmal der Appell bitte an euch. Schaut euch das Video an, wo ich gesagt habe, YouTube könnte bald nicht mehr existieren oder irgendwie sowas. Ist vom Titel her, ihr werdet es schnell erkennen, mit Hashtag SaveYourInternet als Videotitel. Auf jeden Fall habe ich auf diesen ganzen Videos eine unfassbar geile, positive Resonanz bekommen. Und vor allem, wie gesagt, Klicks sind natürlich auch nur Zahlen. Auch in meinen Augen sind das nur Zahlen und die sind für mich eigentlich nicht wirklich viel aussagend, aber in meiner Größe schon. Denn für mich ist das nicht normal, dass irgendwie die letzten 4-5 Videos bei mir, außer gestern müsste ja eigentlich noch für euch Taglog Challenge gekommen sein und ich weiß halt natürlich nicht, wie viele Views das hat, weil oh, das wäre jetzt vielleicht auch gar nicht mal so schlau, hier zeitfahrenmäßig lang zu fahren, weil der hat hinter mir wahrscheinlich jetzt Red Shells, mit denen er mich abschießen möchte und ich habe mir keine Items nämlich jetzt geholt. Ja, das war nämlich klar, guck mal, als könnte ich die Zukunft vorhersagen. Cool auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch noch damit gerechnet, dass der Typ mit dem Stern mich erwischt. Nochmal Glück gehabt. Ja, aber ich weiß nicht, wie viel die Taglog-Folge jetzt bekommen hat. Oh Gott, Alter, die legen hier alles voll.
Nee, das ist mir ehrlich gesagt zu blöd, dann die Abkürzung richtig zu machen. Geht ja sonst noch irgendwas schief. Ja, natürlich, klar. LOL, natürlich kriege ich den Blue Shell direkt dahinter ab. Ja, ist ja klar. Na klar, wäre auch unlustig, wenn nicht, ne? Mensch, ist das eine coole Gruppe, die ihr doch hier seid. Gott im Himmel. Naja, ich habe auf jeden Fall über 100 Views irgendwie in den letzten 5 Videos, was halt sehr krass ist. Und deswegen danke an alle und danke für die krasse Unterstützung. Ich habe schon aus Spaß zu einem Kollegen von mir so gesagt gehabt, wenn man sich die letzten Videos von mir anschaut, könnte man auch von mir meinen, ich nehme jetzt eine Transformation zum Meinungsblogger. Weil es sind halt mehr oder weniger, es sind ja nicht wirklich so Gaming-Videos, wofür ich ja eigentlich eher bekannt bin, so, sondern es sind halt, naja, es sind halt Informationsvideos, beziehungsweise, ja, es ist halt auch ein Meinungsvideo irgendwie dabei. Beziehungsweise 2 davon, Pokémon und halt eben die Sache mit Artikel 13. Und ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht und ja, es stimmt natürlich auch. Fuck off! Ehrlich jetzt? Alter, ich werde mit diesem Namen, wer war das nochmal? Sheep oder wie der da heißt? Alter, ich werde mit, ich merke mir diesen Namen. Ich werde dich aufspüren zu Hause und werde dafür sorgen, dass du morgen kein Frühstück mehr genießen kannst, Junge. Ich muss aufpassen mit solchen Aussagen im Internet, ey. Viele verstehen das immer falsch. Schon wieder, hallo, der lenkt hier schon wieder nach links. Habt ihr es gesehen? Was ist denn auf einmal los? Brauche ich einen neuen Controller oder was? Ja, geil, ey. Letzte Runde wahrscheinlich im Part und ich verliere 300 Punkte. Ich sehe schon kommen. Boah. Kriege ich jetzt schon wieder eine dicke Miene. Wir fahren schon wieder 100 CC, ne? Warte mal, gib mir mal Pilze. Nein. Nein, Spiel, ist okay. Brauche ich nicht. Wollte ich eh nicht haben. Ich wollt eh keine Pilze. Umgekehrte Psychologie. Es hat funktioniert. Ach, cool, dass er danach den Schock einsetzt. Ich bin mir sicher, ich habe mir auch keinen Schock verdient mit der Kacke, die mir passiert ist. Ah, jetzt bekomme ich Pilze. Ja, jetzt kann ich sie auch erst gebrauchen, Spiel. Dankeschön, dass du so kulant zu mir doch bist. Gib mir ein Item, bitte. Wie lange will die noch bei dir fahren? Hallo? Ungerecht. Ja, oh, ich habe ihn noch erwischt. Was auch immer da jetzt gerade passiert ist, ist mir egal. Ich bin auch irgendwie 4. Platz geworden. Das war jetzt auch die letzte Runde hier im Part. Das heißt, ich sage euch jetzt schon mal, wenn euch diese Folge gefallen hat, minus 30 Punkte. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann würde mich ein Daumen hoch freuen und supporten. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, Kostjankowski und bye bye.